Haben Sie die Frau schon mal gesehen? Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern, sie hier gesehen zu haben. Aber man sieht ja auch nichts von ihrem Gesicht. Naja, aber dieser auffällige Mantel, vielleicht haben Sie den schon mal gesehen. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe doch Ihren Kollegen bereits gesagt, dass mir an dem Abend nichts Besonderes aufgefallen ist. Zumindest nicht so richtig. Was heißt das denn? Nicht so richtig? Naja, eine Sache ist schon etwas komisch. Also Rena Decker, unsere Servicemanagerin, hat doch den Toten gefunden. Ja, und? Ja, normalerweise kontrolliert sie doch die Minibar gar nicht. Das ist doch gar nicht ihr Arbeitsbereich. Und außerdem... Ja, sind Sie ruhig weiter. Ja, also ich weiß, dass Frau Decker ein besonderes Interesse an dem Gast hatte. Ach ja? Ja, also ich glaube, die hatten ein Verhältnis. Und der Herr Rummel, der Name ist nicht so genau mit der Treue. Der hat schon mit vielen Frauen hier geflirtet. Also ich glaube, der hat Frau Decker nur ausgenutzt. Und woher wissen Sie das alles so genau? Ja, also ich habe gestern Abend einen Streit zwischen Frau Decker und dem Herrn Rummel mitbekommen. Und ja, normalerweise ist Frau Decker immer sehr auf Diskretion bedacht. Solche Affären sind uns hier im Hotel nämlich nicht erlaubt. Und ja, sie war wohl sehr sauer. Aber außer diesem Streit, da ist Ihnen jetzt nichts aufgefallen? Nein. Wo ist die Frau Decker jetzt? Moment, da muss ich schnell an den Dienstplan holen. Also, Frau Decker hat frei. Okay, vielen Dank erstmal. Ja. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Tatwaffe. Was? Auf dem Brieföffner. Waren Sie sauer, weil der Mann Ihnen verschwiegen hat, dass er verheiratet ist? Haben Sie sich belogen und betrogen gefühlt? Meine Güte, ja, ich war stinksauer und wütend. Haben Sie deswegen sein Auto zerkratzt? Nein, ich habe weder das Auto von dem Mann zerkratzt, noch habe ich ihn umgebracht. Sondern? Frau Decker, Sie hatten ein Motiv. Sie wussten, wo sein Wagen steht. Sie waren nicht aus beruflichen Gründen auf seinem Zimmer und Ihre Fingerabdrücke waren auf der Tatwaffe. Vor einer Woche, da habe ich erfahren, dass er verheiratet ist und dann habe ich mit ihm Schluss gemacht. Und gestern, als ich ihn da gesehen habe, wie er die andere Frau an der Bar angebaggert hat, da... Da waren Sie eifersüchtig. Naja, ja und wütend. Und ich bin dann nach Hause gefahren und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich wollte dann am nächsten Morgen zu ihm gehen und mit ihm reden und habe dann geklopft, aber da hat keiner aufgemacht. Und dann sind Sie einfach reingegangen? Ja, ich war neugierig und ich wollte auch Gewissheit haben, ob da was mit der Frau gelaufen ist. Und als ich ihn da so habe liegen sehen, habe ich Panik bekommen. Ich bin schnell zu ihm gelaufen und ich wollte ihm helfen. Ich habe den Brieföffner genommen und wollte ihn nehmen und habe ihn rausgezogen und er hat sich nicht mehr bewegt. Also, wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Gestern Morgen. Er ist wie immer früh aus dem Haus. Er musste ja noch ziemlich lange fahren bis zu seiner momentanen Arbeitsstelle. Das bedeutet, während der Woche ist er in der Stadt und am Wochenende hier. Ja, genau. Er ist gependelt. Montags morgens ist er weg und Freitagabend ist er zurückgekommen. Unter der Woche war ich alleine. Sie haben gestern noch versucht, ihn anzurufen. Ja, das machen wir immer so vorm Schlafengehen. Adrian war natürlich nicht erreichbar. Sie haben 5-mal angerufen. Wieso, wenn Sie wussten, er ist geschäftlich unterwegs? Ich wollte einfach noch mal seine Stimme hören. Naja, und dann habe ich irgendwann aufgegeben und ihm nur noch eine SMS geschickt. Hatte er vielleicht mit irgendjemandem geschäftliche Probleme? Mhm. Und privat? Wie lief denn Ihre Ehe? Gut, warum? Wussten Sie, dass er sich mit anderen Frauen trifft? Ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber gern rein. Bitte. Frau Rummel, ich muss Sie fragen, wo Sie vorgestern zwischen 23 und 3 Uhr morgens waren. Hier? Kann das irgendjemand bezeugen?
Nein. Gut. Dann muss ich Sie bitten, mich auf das Kommissariat zu begleiten. Wieso? Weil wir auf der Tatwaffe Fingerabdrücke sichergestellt haben und ich brauche jetzt Ihre Fingerabdrücke für Vergleichszwecke. Das können Sie sich sparen. Meine Fingerabdrücke sind auf dem Brieföffner. Mein Mann hat mich betrogen. Immer und immer wieder. Er hat geglaubt, ich merke das nicht. Ich sei zu blöd dazu. Aber so viele Ausreden, so viele Geschäftsessen und so viele Überstunden, die kann man gar nicht haben. Ich konnte einfach nicht mehr. Also sind Sie in sein Hotel gefahren? Ja, da saß er dann an der Bar mit dieser Frau. Und Sie haben ihn nicht gleich angesprochen? Nein, ich habe ihn durchs Fenster beobachtet, wie er sie angebaggert hat. Widerlich, bin fast durchgedreht. Deshalb sind Sie dann in die Tiefgarage gegangen und haben seinen Wagen zerkratzt. Ja. Und weiter? Dann bin ich wieder zurück in meinen Wagen. Ich bin da eine Ewigkeit gehockt und habe überlegt, was ich machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, sei nicht feige. Du stellst ihn jetzt einfach zur Rede und dann bin ich rauf auf sein Zimmer. Aber als ich dort angekommen bin, nackt, total betrunken. Hat sich nicht mehr gerührt. Der lag da wie ein Stein. Ich war so wütend. Das ganze Zimmer, das roch nach Sex und dieser anderen Frau. Und da haben Sie beschlossen, es ihm heimzuzahlen, nicht wahr? Ich habe einfach nur noch rot gesehen. Ich wollte ihm einfach nur wehtun. Und dann habe ich diesen Brieföffner genommen und dann habe ich einfach zugestochen. Aber ich wollte ihn nicht umbringen. Und als er dann da lag, sich nicht mehr gerührt hat, dann hatte ich Panik. Dann habe ich einfach nur Panik bekommen und dann bin ich weggelaufen. Hey, morgen, Doc. Ah. Hallo, Robert. Na, wie läuft's bei euch? Ja, super. Die Hertha hat am Wochenende gewonnen und der Fall ist gelöst. Aha. Die Ehefrau hat gestern Abend zugegeben, ihren Ehemann erstochen zu haben. Ach. Und vorher hat sie ihn erstickt, oder wie? Wie erstickt. Ja, der Stich mit dem Brieföffner war nicht tödlich. Es wurde kein wichtiges Organ getroffen. Der Mann wurde definitiv erstickt. Und zwar bevor er erstochen wurde. Ich wollte eigentlich gerade euch den Bericht drüber schicken. Das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Ich habe entsprechende Fasern im Mund des Opfers gefunden. Die habe ich auch schon ins Labor gegeben. Das heißt, wir stehen wieder ganz am Anfang. Frau Rummel kann höchstens wegen Körperverletzung belangt werden. Auch dafür gibt es eine Strafe. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Ich dachte, dieser ganze Horror hätte jetzt endlich mal ein Ende. Natascha, hör zu. Offensichtlich hat die Ehefrau nicht gelogen, als sie behauptet hat, sie wollte ihren Mann nicht töten, sondern nur verletzen. Ja. Und als sie in das Zimmer ihres Mannes wollte, hat sie sie noch auf dem Flur gesehen. Da war ihr Mann aber schon tot, erstickt. Und sie haben als Letzter davor das Zimmer verlassen. Also, das heißt, ich? Also, ich soll ihn erstickt haben? Aber das habe ich nicht. Wieso denn auch? Ich hatte doch überhaupt keinen Grund. Ist Frau Rummel noch da? Gerade gegangen. Wie lange ist denn das her? Eine Viertelstunde? Wieso? Der Doc ist mit der Auswertung der Stofffasern im Rachenraum des Toten fertig. Diese Fusel stammt von einem ganz speziellen Wollstoff. Und zwar in der Farbe Petrolblau. Ihr Mantel? Ja. Okay, ich sag den Jungs Bescheid. Sag! Was machen Sie denn hier? Wir sind hier, um Sie festzunehmen. Wir gehen davon aus, dass Sie Ihren Mann mit Ihrem Mantel erstickt haben.
das zu beweisen, dürfte nicht besonders schwierig sein. Ja, ich habe diesen elenden Betrüger erstickt. Ich war einfach so wütend, wie er da lag, schnarchend. Und dann habe ich ihm einfach den Mantel aufs Gesicht gedrückt. Aber dann ist Ihnen eingefallen, dass die Kameras in der Tiefgarage Sie aufgezeichnet haben, richtig? Ja. Und dann ist mir noch dieser Film eingefallen, wo eine Frau ihren Mann zweimal ermordet hat und freigekommen ist. Sie haben ihn erstochen in der Hoffnung, mit Körperverletzung davon zu kommen. Während wir nach dem anderen Täter suchen, nicht wahr? Aber zum Glück sind wir nicht in Hollywood. Hier läuft es ein bisschen anders. Hier gibt es kein Happy End. Kommen Sie. Sind vorläufig festgenommen.